In Hennigsdorf haben Asylbewerber und Flüchtlingsinitiativen mit einer Blockade ihres Heimes gegen die Vergabe von Gutscheinen statt Bargeld protestiert. Die Flüchtlinge kritisieren, dass sie durch das Gutscheinsystem nur in bestimmten Geschäften einkaufen können und die Wertchecks nicht in Berlin einlösbar sind. Den rund 60 Demonstranten stand ein Großaufgebot der Polizei gegenüber. Oberhavel ist einer von 5 Landkreisen in Brandenburg, in dem es für Asylbewerber Gutscheine statt Bargeld gibt.